الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mein lieben Geschwister im Islam. Gesundheit. Letztes Mal haben wir besprochen, dass das Universum einen Schöpfer haben muss, weil es für jede Sache eine Ursache gibt und geben muss. Dass das Universum eine Wirkung darstellt und dass die Ursache ein Schöpfer ist. Und das haben wir als Kausalitätsprinzip erläutert. Und dass jede Sache eine Ursache, dass jede Wirkung eine Ursache haben muss. Und deswegen muss es Allah subhanahu wa ta'ala geben. Hast du auch erläutert, warum du die Kausalitätskette an einem beliebigen Punkt abbrechen kannst, nur weil dein Buch das sagt? Oder nimmst du es einfach als gegeben hin, dass das so funktioniert, wie du willst? Dazu macht uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an mehreren Versen aufmerksam. Aber nicht nur, das Interessante ist, liebe Brüder, dass Allah nicht nur uns diesen Beweis der Kausalität gegeben hat und nicht nur etwas erschaffen hat, sondern er hat in dieser Schöpfung auch eine Gesetzmäßigkeit erschaffen. Er hat sie geordnet und er hat ihr Eigenschaften gegeben. Das heißt nicht nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas erschaffen hat, sondern es ist auch noch harmonisch. Es hat auch noch Eigenschaften, es hat Gesetzmäßigkeiten. Das ist derselbe Bullshit, den der Typ mit den 1 Million Münzwürfen hatte. Warum macht ihr jedes Mal dasselbe falsche, 1000-mal widerlegte Argument? Und das sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Azza wa Jal. Er sagt, und dieser Vers ist gewaltig, wir werden ihnen unsere Zeichen in allen Bereichen zeigen. Wir werden ihnen unsere Zeichen in allen Bereichen zeigen. Und an ihnen selber, damit ihnen deutlich wird, dass er gewiss die Wahrheit ist. Damit ihnen klar wird, dass Allah definitiv existiert. Egal, was ihr Menschen euch anguckt, egal welchen Bereich der Natur, des Universums ihr euch betrachtet, ihr werdet erkennen, dass ich existiere. Nach dem Motto. Ah, das ist kompliziert und darum ist das Allah. Vollkommen neues Argument, das habe ich noch nie oh warte, doch, es ist alt. Das heißt, eigentlich reicht die Kausalität aus. Eigentlich reicht das Ursache-Wirkungsprinzip aus. Aber Allah verdeutlicht uns das hier. Alter, hast du irgendwelche originellen Argumente oder laberst du nur denselben alten Scheiß, den man in jedem Harun-Yahya-Buch findet? Ist das Universum einfach so entstanden oder steckt dahinter wirklich ein Konstrukteur? Weil das Hauptargument der Nicht-Muslime auf die Fragestellung, wie das Leben entstanden ist, ist das Zufallsprinzip. Nein, das ist nicht originell, das ist der alte Alles-Zufall-Strohmann, bei dem man so tut, als ob wohlbekannte wissenschaftliche Faktoren wie Gravitation oder Evolution einfach nur zufällig irgendwas basteln würden, anstatt planmäßig vorzugehen. So wie Gravitation zum Beispiel immer auf der Masse beruht, weswegen unsere Sonne wabbelt, weil sie nicht so ganz der Mittelpunkt der Masse des Sonnensystems ist. Und so wie bei der Evolution Viecher mit dickem Fell und dickem Fett in der Antarktis total super klarkommen, aber im Regenwald irgendwie nicht so wirklich gut dran sind. Hör auf, das Zufall zu nennen, du lügendes Stück Dreck. Egal welchen Bereich wir uns im Universum betrachten, wir sehen eine gewaltige Ordnung darin. Eine Ordnung, die sich der menschlichen Fähigkeit entzieht. Das ist auch nicht neu, das ist das Feintuning-Argument, das ist tausende von Jahren alt, zumindest gefühlt. Du kannst nicht einfach sagen, das ist komplex und darum muss es Gott geben, wenn es vollkommen natürliche Erklärungen gibt, die absolut keine übernatürlichen Eingriffe erfordern. Wenn wir uns den Abstand der Sonne zur Erde betrachten. Vergiss es. Allein eine einzige Zelle, die für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, ist komplizierter als das größte Kernkraftwerk, was der Mensch hervorgebracht hat. Welcher Teil von Komplexität über einen längeren Zeitraum ist für dich so schwer zu kapieren? Wir können uns beispielsweise den Menschen betrachten, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Die Optimierung des Menschen ist vollkommen evolutionär erklärbar. Positive Merkmale werden übernommen, negative Merkmale sterben aus, zumindest solange die natürliche Selektion noch greift. Das heißt zum Beispiel solche Sachen wie ein langsamerer Herzschlag in Ruhephasen oder während des Schlafes sind positiv, weil sie dem Körper Energie sparen und darum wird das weiter vererbt. Während negative Eigenschaften, wie zum Beispiel nicht richtig funktionierende Augen oder ein fehlender Tastsinn, negativ sind und somit nicht weiter vererbt werden, weil die Träger dieser Gene höchstwahrscheinlich sterben, bevor sie weitergeben können. Die Photosynthese, ein Wissenschaftler, braucht 60 Jahre, sein ganzes Leben, um nur einen einzigen Schritt der Photosynthese zu verstehen. Das bedeutet, zu verstehen, wie Pflanzen Energie gewinnen.
Bullshit, sogar ich kann erklären, wie das funktioniert. Pflanzen nehmen Nährstoffe durch ihre Wurzeln auf. Zusätzlich nehmen sie Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf, die durch Energie, aka Sonnenlicht, gespalten wird, in Kohlenstoff, den die Pflanze selber behält, und Sauerstoff, den sie an die Natur abgibt. Was ist daran so schwer zu kapieren, du Nullhirn? Wenn die Erde sich in mehr als 24 Stunden um sich selber drehen würde, sprich, wenn die Erde sich in 30 Stunden um sich selber drehen würde, dann wäre Leben auf der Erde nicht möglich. Weil die Pflanzen wären zu lange weg von der Sonne, sie würden zu lange keine Sonnenstrahlen abbekommen und deswegen würden die Pflanzen aufhören zu existieren und die Menschen sind abhängig von den Pflanzen. Nein, Pflanzen, wie du sie kennst, würden nicht existieren. Pflanzen hätten sich evolutionär daran angepasst, dass das Sonnenlichtverhältnis anders ist. Du Vollnuppel. Wenn man jemandem die Frage stellen würde, glaubst du daran, dass wenn du eine Münze 1 Million Mal hochwirfst, dass immer Zahl kommen wird? Was wird der sagen? Münze und... Das ist jedes Gespräch mit jedem Kreationisten ever. Dieser Typ hat nicht einen originellen Gedanken. Oh Gott, ich habe den Zenit überschritten. Ich habe jedes Argument gehört. Bitte, du, das kannst du mir nicht antun. Du musst irgendetwas haben, was ich in den letzten 5 Minuten noch nicht 1000 Mal gehört habe. Bitte. Der, die 7 Himmel in Schichten erschaffen hat. Keine Fehler kannst du in der Schöpfung des Allerbarmers sehen. Keine Fehler kannst du in der Schöpfung des Allerbarmers sehen. So wende den Blick zu ihnen zurück. Erblickst du irgendeinen Fehler? Schau dir doch den Himmel an. Siehst du irgendeinen Fehler? Dann wende den Blick abermals zum zweiten Mal zurück. Guck es dir nochmal an. So wird dein Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren. Und wir haben den untersten Himmel wahrlich mit Leuchten geschmückt. Und wir haben sie zu einem Mittel der Vernichtung der Satane gemacht. Und für sie haben wir die Strafe des flammenden Feuers bereitet. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns hier klar. Guckt euch doch die Schöpfung an. Wenn das ein Zufallsprodukt ist, dann müsstet ihr doch Fehler darin entdecken. Aber seht ihr irgendeinen Fehler im Himmel? Und wie schön es Allah sagt, wie schön er es uns klar macht. Guckt es euch doch nochmal an. Aber ihr werdet jedes Mal ermüden. Ihr habt keine Chance. Ihr werdet nichts an Fehlern erkennen. Nicht absolut neu, aber von mir aus. Also wenn ich einen Fehler in der, in Anführungsstrichen, Schöpfung finde, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das Ganze nicht durch einen Schöpfer gebastelt wurde, richtig? Okay, was ist mit Down-Syndrom oder allgemein, was ist mit Fehlbildungen bei Fötussen, nur weil die Gene schlecht zusammengespleist wurden oder weil es einen Fehler bei der Zellteilung gab? Was ist mit Erbkrankheiten, wie zum Beispiel Gigantismus? Oder irgendwelchen Hirnschäden. Was ist mit unserem Mond los, mal ganz ehrlich? Du bist die ganze Zeit am Labern, wie cool doch alles designt ist, extra für uns. Aber unser Mond fickt uns kreuzweise. Weil dadurch, dass der Mond um uns kreist, haben wir Ebbe und Flut. Aber durch Ebbe und Flut verlangsamen wir die eigentliche Umlaufbahn des Mondes etwas. Das heißt, die nötige Kraft, um den Mond zu verlangsamen, wird auf den Mond übertragen, weswegen der Mond sich weiter von der Erde entfernt. In ein paar hunderttausend Jahren ist der Mond so weit weg, dass er uns nicht mehr stabilisieren kann. Die Erdachse kippt und die Erdumlaufbahn ändert sich und wir verrecken alle. Das zählt, glaube ich, als kleinerer Designfehler, oder? Mal ganz davon abgesehen, was ist das eigentlich für ein dämlicher Vers? Wir haben die Himmel, 7 Himmel, in Schichten erschaffen und den untersten Himmel mit Sternen behängt. Das heißt also, der unterste der 7 Himmel ist das Universum. Das heißt, die Erdatmosphäre zählt wohl nicht als Himmel, gut zu wissen. Und was sind die anderen Himmel? Also, ich meine, ich weiß, was die anderen Himmel sind. Ich weiß, wo der Scheiß herkommt, aber weißt du, was die anderen 7 Himmel sind? Für die, die sich nicht auskennen. Die 7 Himmel sind eine sehr alte Vorstellung, die schon bei den Griechen vertreten war. Einfach weil man 7 Himmelskörper im Himmel sehen konnte. Das war, glaube ich, Mars, Saturn, frag mich nicht, was einfach ein Scheiß. Die laut der damaligen Vorstellung um die Erde gekreist sind, nahm man an, es gibt 7 Schichten. Also im Grunde jedem dieser Himmelskörper wurde eine Schicht des Himmels zugeordnet. Und im abrahamitischen Glauben ist der alleroberste Himmel der Himmel Gottes, während der unterste Himmel halt das Universum oder in dem Fall der Nachthimmel oder Horizont, wo man es genannt hat, war. Und lustig ist, zwischendrin war noch irgendwas mit Wasser gefüllt, weswegen der Himmel blau ist. Also das ist eine vollkommen dämliche, hinterwäldlerische Vorstellung,
was sich unter anderem dadurch begreifen lässt, dass die Sterne auf den Himmel aufgetragen sind, also sich nicht in Umlaufbahnen umeinander bewegen, sondern aufgetragen sind auf den Himmel und Satane abhalten sollen. Du kannst mir nicht ernsthaft erzählen, dass du hier den logischeren und wissenschaftlich korrekteren Glauben hast, wenn du mit so einer Textstelle aus deinem eigenen Buch ankommst und sagst, das macht total Sinn, Alter. Jetzt fühle ich mich besser. Also sonst noch irgendwas zu sagen? Das heißt, meine lieben Geschwister, dass Allah existiert, ist nicht nur so sicher, wie wir wissen, dass ein Tisch existiert oder dass ein Haus existiert, was wir sehen, sondern es ist weitaus über dieser Vorstellung. Nein. Um mal ganz objektiv zu sein und ein bisschen philosophisch zu werden, das Einzige, was ich mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, ist, ich existiere. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt diesen Körper habe oder ob ich in der Matrix bin oder ob ich hier in einem Glas bin. Ich weiß nur, ich existiere. Die Sachen, die ich direkt wahrnehmen kann, wie meinen eigenen Körper oder diesen Tisch hier, nehme ich einfach mal als existent an, weil ich mit ihnen interagieren kann, und zwar direkt. Ich kann diesen Tisch anfassen, ich kann ihn knarzen hören und so weiter. Dadurch, dass ich diesen Tisch wahrnehmen kann, wird er für mich real. Eine Gottheit, die angeblich irgendwas gemacht haben soll, wofür es keine Beweise gibt, ist für mich nicht real. Vor allem nicht, wenn diese Gottheit angeblich allwissend ist, aber dann Ideen vertritt, die geozentrisch sind, die behaupten, dass Sterne Teufel abwehren und die davon ausgehen, dass es 7 Himmel gibt, von denen unser Universum der unterste ist. Du weißt, die Idee ist dämlich. Und trotzdem zitierst du sie, weil wegen, guck doch auf die Schöpfung, die keine Fehler hat, außer die ganzen Fehler, die ich gefunden habe, ohne groß nachzudenken. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, schmeiß die alten Harun-Yahya-Sachen weg, überleg dir ein paar originelle Argumente. Bitte.